Hey Leute, ich bin's wieder, euer Icy und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Leute, was war das für eine Woche? Pickepacke voll, wieder mit verrückten News für euch, habe ich euch diese Folge auch wieder gepackt. Und ich hatte diese Woche eine kleine OP, viele haben gefragt, ey, was war los? Ich sag mal so, Familienplanung ist abgeschlossen. Nur damit ihr Bescheid wisst, okay? Eigentlich wollte ich dann heute noch einen kurzen Ansatz machen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das Einvakuumieren in der Warthose ein bisschen unangenehm wird. Habe ich aber dann auch gelassen, weil Autofahren war auch nicht so angenehm. Aber keine Schmerzen, dies, das. Ich denke, ab Montag, vielleicht schon Sonntag, Samstag, heute also, geht's schon wieder rund. Ich gehe stark davon aus, Leute. Macht euch also keine Sorgen. Bei mir ist alles fit. Aber ans Wasser muss ich trotzdem irgendwann wieder. Ich habe Bock, Leute. Ich war jetzt... Wann war ich das letzte Mal? Seit dem Forellentrip mit Yannick, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Wir haben uns seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und Angeln hat uns wieder verbindet. Video ist online. War ich nicht mehr am Wasser, Leute. Geil, aber es wird Zeit, Leute. In dem Sinne, Leute, gehen wir rein in die Themen dieser Woche. Felix Scheuermann im Interview, Dreambaits verkauft, Greenfin mit neuer Kooperation, überraschendes Fischereiverbot und World Predator Classic die 10. Und falls auch du immer auf dem neuesten Stand der Angelszene sein willst und keine Folge Angel News mehr verpassen willst, dann lass jetzt ein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel News. Alles rund ums Angeln. Leute, Felix Scheuermann, die Nummer 1 weltweit, Leute, der bestplatzierte Fiederangler im Interview, Leute. Bei Sonobaits Germany auf dem YouTube-Kanal wurde Felix Scheuermann ganz privat, aber auch einfach anglerisch ein bisschen ausgefragt, Leute, oder eher umgekehrt, eher anglerisch ausgefragt und auch ein bisschen ganz privat. In einem 2-Stunden-Interview werden Fragen gestellt, Fische gefangen, Informationen eingeholt, was kommt in Zukunft vor, etc. Ein Schmankerl für jeden Friedfisch-Fan da draußen, Leute. Felix Scheuermann im Interview, sehr, sehr stark. Leute, am Montag geht es schon wieder los. Die WPC, die World Predator Classic, eins der renommiertesten und beliebtesten Angelturniere unter Anglern. Was soll man sonst anders sagen? Findet statt ab Montag. Ab dem 1. Juli bis zum 6. Juli wird wieder um die Krone gefischt. Und da bin ich sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Ihr könnt das Ganze natürlich entweder auf der Homepage verfolgen von der WPC oder aber auf den Instagram-Accounts von der WPC oder aber auf den Instagram-Accounts der teilnehmenden Teams, Leute. Viel Spaß dabei und das Endergebnis erfahrt ihr natürlich auch hier bei den Angel News. Leute, und hier kommt eine Nachricht, wo ich tatsächlich persönlich gar nicht drin stecke. Aber ihr Friedfischangler da draußen könnt damit wahrscheinlich viel, viel mehr anfangen als ich. Und deswegen will ich euch das Ganze natürlich auch nicht vorenthalten. Dreambaits wurde Anfang des Jahres verkauft und durch die neue Geschäftsführung hat sich wohl vieles verändert. Und das komplette deutsche Team stellt sich gegen Dreambaits. Basti hat dafür ein Instagram-Reel mal online gestellt und sich mal dazu geäußert. Und da wollen wir doch jetzt mal reinschauen. Das ist nicht mehr Dreambaits, wie ich es kennengelernt habe. Und werde den Folgevertrag, wie gesagt, nicht unterschreiben. Das ist jetzt ein paar Monate gereift. Und vielleicht habt ihr auch schon auf dem Dreambaits-Account mitbekommen, dass das gesamte deutsche Team aufhört. Also nicht nur ich habe das Handtuch geworfen, sondern das gesamte deutsche Team, wie auch viele weitere andere Teams in Europa, auch wirklich Teamangler und Mitarbeiter, die jahrelang schon für Dreambaits gedient haben, sind mit der neuen Geschäftsführung, mit den neuen Regeln nicht klargekommen. Die Wertschätzung ist leider nicht mehr da
wo sie damals mal war, unter Bob und Mario. Nochmal vielen Dank an euch beide, an das gesamte deutsche Team ein Dankeschön. Es haben sich tolle Freundschaften ergeben mit dem Kai zum Beispiel. Aber auch ein dickes Dankeschön geht raus an den Michael Nürnberg, der immer, ja, er war der Deutschland-Teamchef, der immer, ja, 100% gegeben hat. Und es tut wirklich so ein bisschen weh, die Firma zu verlassen. Aber wenn sich die eine Tür schließt, öffnet sich immer eine neue Tür. Ich möchte nur sagen, ich bin raus, Leute. Aber es war eine richtig geile Zeit bis dahin. Also da scheint wirklich was Wildes abzugehen. Also die Geschäftsführung hat gewechselt und Dinge, die damit eingehen, damit geht das komplette deutsche Team von Dreambaits laut Basti nicht mit. Es gibt wohl einige Veränderungen, was das neue Dreambaits vom alten Dreambaits unterscheidet, und das passt dem deutschen Team wohl nicht. Was genau das ist, weiß ich nicht. Ich versuche nochmal mit Basti in Kontakt zu treten, um euch da mehr sagen zu können. Vielleicht komme ich da ja mit Basti ins Gespräch. Ansonsten wünsche ich natürlich allen Teilnehmern, die sich von Dreambaits getrennt haben, natürlich alles Gute für die Zukunft und dass da tatsächlich bald die neue Tür aufgeht und natürlich auch Dreambaits an sich alles, alles Gute für die Zukunft. Leute, Captain Greenfin, hello, my name is Dr. Greenfin, ist im Moment tatsächlich überall gefühlt. Überall. Die Jungs von Captain Greenfin und Mädels von Captain Greenfin starten richtig durch oder sind immer noch dabei. Sie starten ja schon gar nicht mehr, Leute. Sie sind schon im steilen Flug. Immer noch nach oben. Aber der Start ist ja schon gemacht. Aber immer noch. Senkrechter Flug nach oben. So. So, Leute. An jeder Ecke nur gute Nachrichten über Greenfin, Leute. Und es freut mich wirklich sehr. Und jetzt hat Captain Greenfin nämlich eine neue Kooperation mit dem Rheinischen Fischereiverband.e.V. am Start. Und zur Einführung dieser Partnerschaft wurde direkt mal ein Köder zusammen entwickelt. Und zwar der Captain Greenfin Blue River. Dieser Köder überzeugt nicht nur allein durch seine Zusammensetzung und schützt damit natürlich die Gewässer unserer Umgebung, sondern er dient auch zur Unterstützung von Gewässern und Fischschutzprojekten durch Anglerinnen und Angler. Denn aus dem Erlös jeder Packung dieser Sonderedition wird 1 Euro in Gewässer- und Fischschutzprojekte des Rheinischen Fischereiverbands e.V. investiert. Die Köder wurden schon zum großen Event von NRW Angelt vorgestellt, worüber wir ja auch berichtet hatten, das große Event, wo man einen Kumpel mitnehmen konnte, um zusammen mit dem zu angeln, ohne dass er einen Angelschein hatte. Weiterhin ist es natürlich auch ein gemeinsames Ziel, einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz der Natur zu leisten und auf die vielen Projekte und das große Engagement der Anglerinnen und Angler für den Naturschutz überall im Land aufmerksam zu machen, sagt Nico in der Pressemitteilung. Und auch der Rheinische Fischereiverband hat sich im Rahmen der Zusammenarbeit und der Veranstaltung natürlich dazu geäußert und sagten: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Captain Greenfin. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltigen Angeln und zeigt das Engagement der Anglerschaft für den Schutz der aquatischen Lebensräume. Ey, jetzt mal ohne Witz, es ist einfach mega geil. Von der Entwicklung und Produktion dieses proteinbasierten Köders bis zu dem, was er kann. Und jetzt durch die vielen Kooperationen mit Stollenwerk, jetzt der Rheinische Fischereiverband, durch die vielen Artikel, die ganze Aufmerksamkeit, die Captain Greenfin bekommt mit ihren neuen Ködern. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, wo man hin muss. Und da können sich andere Firmen wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Also alle mal Captain Greenfin kontaktieren und auf jeden Fall in Zusammenarbeit treten. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Leute.
Leute, vor 3 Tagen kam überraschend eine News reingeflattert, die wirklich sehr schlecht gealtert ist, muss ich wirklich sagen, aber dazu gleich mehr. Lachsangeln in Norwegen, überraschendes Fischereiverbot, Leute. Das norwegische Umweltdirektorat hat beschlossen, 33 Lachsflüsse von einem Tag auf den anderen zu schließen. Zwar nur für einen kurzen Zeitraum, vom 23. Juni bis zum 4. Juli, aber an diesem Zeitraum ist das Lachsangeln jetzt nicht mehr erlaubt. Und das Ganze hat viele Sportfischer dann doch sehr enttäuscht und das richtete einen mehrstelligen Schaden im Millionenbereich an. Es gab natürlich auch sehr viel Kritik dazu. Fischereiverbot sei zu drastisch, es wird an den falschen Schrauben gedreht, das kann nicht so die Lösung sein und so. Und am 4. Juli wird auch nochmal neu über die ganze Thematik debattiert. Der eigentliche Kritikpunkt, den alle sagen, ist eigentlich die Lachszucht, wodurch einfach die fremden Lachse mit in das Gewässer kommen. Entflohene Zuchtlachse, neue Infektionen, Laichgeschäft wird aufgefressen und verstirbt aufgrund von Lachsläusen etc. Das ist eigentlich das, was eigentlich noch mehr kritisiert wird als überhaupt das Fangverbot. Die betroffenen Flüsse findet ihr unten in der Infobox, falls ihr irgendwie Norwegen-Urlaub in den nächsten Tagen geplant habt oder so. Ist jetzt eigentlich auch schon fast vorbei die Zeit und dann wird ja neu debattiert, aber da könnt ihr dann nochmal gucken, welche Flüsse eigentlich betroffen sind. Aber warum diese Nachricht so witzig gealtert ist oder nicht gealtert ist, dachte ich mir, es kam diese Nachricht auf der Newsseite und dann direkt daneben stand: neuer Lachsrekord in Norwegen gefangen. Und ich dachte mir so, alles klar, das passt ja wieder wie Arsch auf Eimer, ey. In dem Sinne, Leute, überraschendes Fischereiverbot in Norwegen. Leute, kommen wir zum Giveaway der vorletzten Angel News. Angel News 22 und gesucht wurde Veit Wilde. So, wenn ich mich erinnern kann. Glückwunsch zum BB, was auch immer es ist. War ein Zander für Gewinnspiel Veit Wilde, würde ich sagen. Es stimmt. Andreas Boos, du hast gewonnen. Schreib mir also eine E-Mail mit deiner Adresse an die unten in der Infobox stehende E-Mail-Adresse. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Und noch eine Info, alle Giveaways sind raus, Leute, zu diesem Wochenende. Alle Giveaways sind raus. Ich bin wieder auf Null, deswegen alles wieder easy. Ich weiß, ihr habt lang genug gewartet. Sorry dafür, mal wieder. Ich bin wieder im alten Trott gelandet. Ganz normal, ganz normal. Und was könnt ihr dieses Mal gewinnen, Leute? Und zwar wurde sich das letzte Mal in den Kommentaren darüber beschwert, dass die Giveaways zu einfach sind. Na, erstmal zeige ich euch, was ihr gewinnen könnt. Ihr könnt einmal den Soul Run von Storm gewinnen. Der ist in so einem grün-gelb, Leute. So ein grün-gelb Gummiköder. Dann könnt ihr, hier, wenn ihr lieb seid, lege ich euch das noch damit zu. Ein bisschen Blei und ein bisschen Offset-Haken. Dann könnt ihr den Gravity Twitch gewinnen, Leute, von Savage Gear. Und ich lege euch noch, der habe ich zwar schon aufgemacht, aber der ist geil, Leute. Der ist aus der aktuellen Better Fishing Box. Und zwar dieser Spinnerbait hier. Dieser Spinnerbait von Kevin Van Damme. Packe ich auch mit rein. Könnt ihr dann auch mit gewinnen. Und da ich beschwert habe, das ist alles immer viel zu leichtes, müsst ihr jetzt herausfinden, wer das ist, Leute. Okay? Wenn ihr wisst, welche Legende das ist, dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen und in der nächsten Angel News erfahrt ihr dann, ob ihr gewonnen habt. Viel Spaß und Erfolg. Leute, das waren sie, die Angel News dieser Woche. In einer Woche habe ich 2 Angel News gedroppt, indem ich die ganzen Infos, die wichtigen Infos, euch wieder zusammengefasst habe. Und jetzt seid ihr wieder auf dem aktuellsten Stand, Leute. Ihr seid wieder auf dem aktuellsten Stand. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche passiert. Da bin ich wirklich ganz gespannt. Giveaway für nächste Woche steht schon. Ich bin gespannt, was wir für ein Unboxing für nächste Woche hinkriegen. Es könnte sein, dass 2 Pakete uns erreichen, wo ich euch neue Köder von anderen Firmen vorstelle mal wieder. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dann haben wir vielleicht nächste Woche ein Angelvideo, je nachdem, ob ich Samstag, Montag oder Dienstag zum Angeln komme und euch ein Video aufnehme. Und ich verspreche euch, es wird ein Ansatz, auch wenn es nicht so viele Klicks zieht. Ganz egal, es wird ein Ansatz. Okay, letztes Mal ist die Aussage, ich mache einen Ansatz, wirklich sehr, sehr, sehr schlecht gealtert.
Ich wette, ich gehe wieder Spinnfischen. Aber ich habe alles jetzt gekauft für Ansitz. Ich habe alles da. Ich könnte auch Deadbaiten. Ist auch Ansitz. Ganz egal. Ansitz, Leute. Wirklich. Ich brauche die Abwechslung. Ich brauche sie. Dann gibt es sonst irgendwas Neues? Angelwelt Berlin kann ich euch schon mal jetzt sagen. Wir sind in der Planung. Wir werden hingehen. Die Bielefelder Angelszene kommt zur Angelwelt Berlin. Freue ich mich schon drauf. Wir werden jetzt die Tage den Zug buchen. Wir wissen halt noch nicht, ob wir nur einen Tag bleiben oder ob wir teilweise auch noch eine Nacht bleiben. Das kann ich euch noch nicht sagen. Das ist aber auf jeden Fall in fester Planung. Und ansonsten war es das erstmal von meiner Seite aus. Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst ein Abo da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Und in dem Sinne, falls ihr mal seid, Dickes Petri ist allerwichtigstes. Bleibt gesund, danke für den Support. Und ohne euch keine Angel News. Macht's gut, euer Icy. Ciao.